Covid-19 bedingt mussten die WTG-Turner ihren Heimwettkampf in Bühl austragen. Das Hygienekonzept sah vor, dass sich jeder am Wettkampf Beteiligte registrieren und Fieber messen lassen musste. Sichtlich nervös verpatzte das junge Team aus dem Heckengäu den Auftakt am Boden. Die hohen Schwierigkeiten konnten so nicht präsentiert werden und das führte zu zahlreichen Stürzen und Unsicherheiten. Das Trainerteam versuchte nun mit Routinier Lars Herbstritt am Pauschenpferd die Sturzmisere zu durchbrechen. Er überzeugte mit einer sehr guten Bewegungsausführung. Doch sein Duellant Jens Rudat strich schließlich 2 Scorepunkte ein, weil seine Übung durch den höheren Schwierigkeitsgrad belohnt wurde. Mit 3:6 ging auch das Pauschenpferd verloren. An den Ringen waren die Heckengäuer dann endlich im Wettkampfmodus und gewannen das Gerät deutlich mit 8:0 Scorepunkten. Von nun an lief es. Der Sprung war dann ein Selbstläufer. Mit nahezu perfekten Sprüngen bei deutlich höheren Ausgangswerten gegenüber den Gegnern ergab das 9:1 Scorepunkte. Auch am Barren präsentierte sich die WTG in überzeugender Verfassung und konnte insgesamt 6 Scorepunkte holen. Dabei brillierte einmal mehr Philipp Lutz mit einer sehenswerten Übung. Mit 5:2 an dem abschließenden Reck wurde der Wettkampf schlussendlich eindeutig gewonnen. Dieser erste Erfolg ist umso beachtlicher, weil die Heckengäuer auf die Topscorer Adrian Dudev, Christian Marquez und Manu Chur verzichten mussten. In der dritten Bundesliga zwischen der WTG Heckengäu und dem TSV Kreuzlingen Karlsruhe gesehen. Die WTG gewinnt mit 35:16 Scorepunkten. Winkern bitte ich den Ralf Messler nach vorne vom TV Bühl. Ja, lieber Ralf, wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, dass ihr es uns ermöglicht habt, hier den Wettkampf, unseren Heimwettkampf durchzuführen. Und wir haben euch aus dem Heckengäu eine Kleinigkeit mitgebracht. Nick, heute der erste Wettkampf in der dritten Bundesliga. Was ist dein Resümee? Wir müssen uns nicht mehr verstecken. Wir sind jetzt angekommen, wir haben unseren ersten Sieg heimgebracht und sind richtig stolz, jetzt in der dritten Bundesliga mitturnen zu können. Wir freuen uns auf die nächsten Wettkämpfe.